Immer schön, wenn er stirbt, dass dann dieser eine Arm so runterfluppelt. Weil aktuell ist es kein Stehlen. Ich weiß nicht, ob es dauerhaft kein Stehlen bleibt, aber ich weiß es auch nicht. Ich sag mal so, solange es kein Stehlen ist, stehlen wir ja auch nicht. Nummer 2. Richtig? Nee. Muss schon hier lang. Ich freue mich schon richtig auf den Arm. Gibt's Sushi? Wobei ich mir ja nachsagen lassen muss, dass ich gar kein Sushi esse. Ich esse nämlich nur eine einzige Sorte, das ist Maki. Doch nur die mit Gurke. Alles andere esse ich. Ich esse nämlich nur Maki, nur die mit Gurke. Noch hin. Kann man die noch zumachen? Sind noch ein paar Fläschchen zum Stehlen? Das haben wir, glaube ich, alle drei zugemacht. Genau, jetzt müssen wir da zum Altar. Diese Altäre sind übrigens wichtig. Hier gibt es nämlich einen Altar, oder die zwei Altäre, die setzen, der eine setzt eure Fertigkeitenpunkte und der andere eure Attributspunkte zurück, gegen Geld natürlich, versteht sich. Aber dann könnt ihr neu skillen. Hi, Alma. Ich spüre, dass der Tempel frei vom Einfluss der Daedra ist. Wir sind hoch erfreut. Ja, bitte sehr. Während ihr für meinen Ruhm gestritten habt, habe ich mehr über unsere Feinde erfahren. Was habt ihr denn herausgefunden? Magistra Vox setzte daedrische Magie ein, um die Nähte der Schutzzauber um die Hochkapelle aufzutrennen. Dann öffnete sie ein Tor ins Reich des Vergessens und füllte den Tempel mit Daedra. Tust du mir einen Gefallen? Kannst du ein bisschen tiefer schweben, weil da schwebt was genau im Sichtfeld, also quasi vor den Augen. Kannst du ein bisschen, ich würde mich deine Augen gern sehen, also wenn ich mit dir rede. Ihr müsst in die Hochkapelle gelangen. Vox hat es zwar geschafft, die Verteidigung zu umgehen, doch die Schutzzauber sind noch an Ort und Stelle und ziehen ihre Kraft aus der vollen Macht des Tribunals. Wir müssen euch an diesen Schutzzaubern vorbeibringen. Wie komme ich da hinein? Ohne den Segen von jedem der drei kommt kein Sterblicher durch die Schutzzauber und in die Hochkapelle. Ihr habt euch in meinen Augen mehr als ausreichend bewiesen. Meinen Segen habt ihr bereits. Aber wenn keiner reinkommt, wie kommt die denn da rein? Ihr würdet den Frevel, der über meinen Tempel gebracht wurde, noch vergrößern? Nein, das steht außer Frage. Wenn ihr uns helfen wollt, so werdet ihr das nur mit unserem Segen tun. Oder eben gar nicht. Aber dann hilft ja auch keiner.
Wie komme ich denn an die Siegen der anderen Götter? Geht in die Heiligtümer von Vivek und Sotasil. Meine Gefährten sind abwesend, doch sie hinterließen Prüfungen, die ich in Gang setzen kann, um euch ihren Segen zu verleihen. Übersteht die Prüfungen und erhaltet ihren Segen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt da in die anderen Tempel. Was sagt eigentlich mein Inventar? Wie viel Platz habe ich noch? 54? Ja, gut. Jetzt dürften aber auch hier keine Gegner mehr sein, weil die haben wir alle besiegt und die Tore sind geschlossen. So. Hi. Sotasil. Wie lautet denn die Prüfung? Sotasil schätzt Intelligenz und Einfallsreichtum. Er baut, er erhält, er ist der Meister seiner Schöpfung. Diese Qualitäten wird er auch bei euch auf die Probe stellen. Dann sind wir verloren. Okay, wie kriege ich den Segen? Sotasil hat eine Prüfung entwickelt, die es ihm erlaubt, mit jedem Mal, dass ihr sie abschließt, mehr über euch zu erfahren. Ihr müsst eines seiner Uhrwerkspielzeuge instand setzen und es dann zerschlagen. Ich muss was heile machen, um es kaputt zu... Okay. Alle Zahnräder drehen sich und folgen dem Schwungrad. Alle Kunstfertigkeit ist vergänglich. Und manchmal sind die Teile nützlicher als das Ganze. Da, göttliche Weisheit. Seid ihr damit zufrieden? Jein. Was soll ich denn jetzt hier machen? Das wird doch hundertprozentig nicht hier, sondern da sein. Also, hier sind Zahnräder. Das ist auch nur hier, ne? Warte. Ja. Also. Dwemer-Mechanismus. Dwemer-Mechanismus. Wir drehen erstmal da. Gibt es da irgendeine... Okay, wir gucken uns das mal an. Die Schiedseinheit ruht. Eine lose Platte schiebt sich zur Seite, um 5 leere Sockel freizugeben und 5 große Stifte. Den Namen weist ein kleiner lesbarer Schriftstift auf. Einen genauen Blick auf den Kolben werfen, einen genauen Blick auf die Fassung werfen, Inschrift lesen. Read the fucking manual. Ein Meister erschafft die perfekte Funkgleich... Moment. Die Funken gleichen der Zahl der Häuser, die diesen Tempel errichten. Okay, das Drehende gleicht der Zahl meiner engsten Gefährten. Ja, 2 engste Gefährten. Okay. Kolben betrachten. Kolben sehen aus... Moment, nochmal. Kolben in Ruhe lassen. Wie war das nochmal? Das... Die Funken gleichen der Zahl der Häuser und das Drehende gleicht den Zahlen der Gefährten. Das Drehende sind die Kolben. Eigentlich sind es Zahnräder, aber egal. Als würden große Zahnräder auf sie passen. Befindet sich jedoch kein überzähliges Zahnrad im Zufall. Ein Zahnrad hinzufügen. Ja. Okay. Genau im Blick auf die Kolbenuntersuchung. Ein zweites Zahnrad hinzufügen, weil er 2 engste Gefährten. Jetzt blicken wir auf die Fassung. Es steckt keine Dynamokerne in der Fassung. Fassung in Ruhe lassen. Es steckt kein Dynamokern. Wo kriege ich denn jetzt einen Dynamokern her? Von dir einen Dynamo-Kern? Huch! Drei Dynamo-Kerne. Dynamo-Kern hinzufügen. Fassung Untersuchung. Dynamo-Kern hinzufügen.
Fassung untersuchen, den Damokern hinzufügen. Leb wohl. Wie viele Häuser haben denn dieses Ding hier gebaut? Wie viele Häuser gibt's? Fünf Häuser? Das wären drei, wären vier, wären fünf. Wie viele Häuser gibt es denn? Der hat zwei Kumpels. Das sind die drei. Hä? Gibt es da einen näheren Hinweis zu? Warte mal. Ja, wir müssen doch wissen, wie viele Häuser es gibt. Die Häuser sind doch diese komischen Familien, oder nicht? Alte, wie viele Häuser gibt's denn? Sotasil schätzt in die. Naja, du bist doof. Wie viele Häuser bauten diesen Tempel? Jetzt habe ich fünf drin, ne? Ich kann keinen mehr reinmachen. Warte mal. Fassung in Ruhe lassen. Was ist denn, wenn er meint, er und seine Freunde? Er meint nicht seine Freunde, sondern sich und seine Freunde. Eure Vernunft hat die Falle des Vermittlers übertroffen. Damit habt ihr euch selbst enthüllt. Ihr versteht nicht ganz. Darin besteht eure Unvollkommenheit. Wir sind die Makel von Sotasil. Aha. Aus seinem Wesen geschnitten, doch nie wirklich von ihm geschieden. Wir wägen die Schwächen der Inspiration gegen die Notwendigkeit des Fortschritts ab. Ihr werdet es nie erfahren. Ihr seid nicht Sotasil. Okay, warum muss ich den vernichten? Perfektion kann nie wirklich erreicht werden. Aber indem man seine eigene Schöpfung immer wieder mit diesem unwissbaren Ziel vergleicht, kann man die Imperfektion des eigenen Produkts offenlegen. Könnt ihr diese Notwendigkeit akzeptieren? Ja. Indem ihr die Notwendigkeit der Unvollkommenheit verstanden habt, habt ihr euch den Segen von Sotasil verdient. Dann haben wir den da erledigt und müssen zum nächsten. Ich mache aber erstmal das hier. Ich hätte gerne ein bisschen Eiche. Weil aktuell. Ne, ein bisschen Buche, davon haben wir bloß 400. Ja, und den Punkt heben wir uns auf. Der ist erstmal uninteressant. Fünf Häuser und er und seine zwei Kumpels. Dabei stand da bloß seine Kumpels, nicht er und seine Kumpels. Vivek, wo bist du denn? Da ist sie. Hallo Alma. Viveks Prüfung wird euer Urteilsvermögen ermessen. Ja. Er hat unser gesegnetes Volk durch schwere Zeiten geführt. Seine Weisheit enthüllt die Geheimnisse, die andere bewahren. So soll eure geprüft werden. Yep. Viveks Lehren nehmen oft die Form von Allegorien und Geschichten an. Sein Wissen eignet man sich an, indem man erst zuhört und dann handelt. Seine Herausforderung steht beispielhaft für eben dieses Vorgehen.
Ihr müsst erst zuhören und dann handeln. Was muss ich denn tun? Ein Tempeldiener namens Warmen hat sich mit Belronen Telvanni duelliert und ihn vor Zeugen getötet. Aber Warmen war stets treu. Das Säen von derlei Zwietracht entsprach nicht seinem Wesen. Sprecht mit Warmen, wie Vivek es tat. Findet heraus, wer den Telvanni wirklich getötet hat. Lebt wohl. Wo muss ich hin? Da. Okay, Cluedo. Mein Fürst Vivek, ich habe ganz furchtbare Nachrichten. Belronen Telvanni hat mich zu einem Blutduell herausgefordert. Ich bedauere sagen zu müssen, dass ich gewonnen habe. Es war ein kleiner Schnitt im Arm. Genug, um die Sache zu beenden. Aber er starb. Mhm. Ich beriet gerade Talnus und Galza, als die anderen kamen. Belronen war voller Zorn. Fenila hatte die Lippen verächtlich verzogen und Morami schien es egal zu sein, was als nächstes geschieht. Belronen behauptete, ich würde mich in seine Angelegenheiten einmischen. Er behauptete steif und fest, ich würde schon wissen, was er meint. Mhm. Natürlich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er bezichtigte mich der Lüge und forderte mich zu einem Duell bis zum ersten Blut heraus. Danach hielt der Tod reiche Ernte. Meine Klinge beendete sein Leben und sorgte unmittelbar für diesen ganzen Tumult. Ich beuge mich willig eurem Urteil, Fürst Vivek. Ich würde fast behaupten, das da. Euer Wort steht außer Frage. Ich bin hier, um zu dienen. Obwohl mein Schlag Belronens Ende besiegelte, wurde er von anderer Hand in Gang gesetzt. Ich werde euch dabei helfen, die Quelle dieses Duells zu finden, wenn ihr es denn wollt. Wie ihr wünscht. Und der Leiche bleibt dort liegen, wo er im Kampf gefallen ist. Ein winzigen Schnitt am Arm. Seine Gürtel steckt eine zerknitterte Nachricht. Die Notiz betrachten. Seine Nachricht droht damit. Die Notiz droht damit, okay. Ketzerisches Handeln mit rätischen Relikten dem Tribunal offenzulegen, falls nicht bezahle. Der Brief ist mit V unterschrieben, weist aber ansonsten keine weiteren Merkmale auf. Die zweideutige der Täuschung meditieren. Galtes, Talnus, Fenila, Mori. Eine Tragödie, Fürst Vivek. Belronens Tod im Tempel bringt große Schande über sein Haus. Ich hatte gedacht, dass vernünftige Worte ihn vom Duell abbringen könnten. Solches Temperament ist normal im Hause Telvanni. Aber es steht mir nicht zu, ihre Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Kaum einer könnte an eurer Unkünstlichkeit zweifeln. Okay. Fürst Vivek, Warmen sollte tot auf dem Boden liegen. Belron wollte die Nachricht nicht teilen, die dieser Tempelnet ihm geschickt hat. Aber er versicherte mir, dass der Inhalt böse war. Einer, der dem Tempel treu ist, streitet um Geld? Ihr solltet ihn selbst töten, mein Fürst. Wem ist tot? Niemand. Okay. Bleib mal, wo ist noch die zwei, der Kerl? Fenila hat Belronen vor dem Duell ihre Klinge geliehen. Ich habe darauf bestanden, dass Warmen und Belronen die Waffen tauschen. Ihr hättet gedacht, sie wäre der Aschberg, so wie sie gekocht hat. Fürst Vivek, ich war hier, als Belronen seine Herausforderung äußerte. Er würde noch leben, wenn Fenila nicht gewesen wäre. Sie hat die Wut des Telvanni geschürt und ihn gedrängt, einer Beleidigung seiner Ehre nicht nachzugeben. Sie hat sich seine Freundin genannt. Seltsame Art, das zu zeigen. Abgeschlossen untersucht die Umgebung.
Hier liegt doch bestimmt irgendwo die Klinge rum und die ist doch hundertprozentig vergiftet gewesen. Sonst wäre die alte doch nicht so ausgetickt, weil die die Klingen getauscht haben. Oder? Da würde ich ja mal fast von ausgehen. Ist das... Guck mal, die kann sich wegboten. Nee, es muss hier drinne sein. Fenile. Fürst Vivek. Warmen sollte tot auf dem Boden liegen. Belron wollte die Nachricht nicht teilen, die dieser Tempelnetch ihm geschickt hat. Aber Morami hat mir gestern Gift verkauft. Ich hatte vor, nächste Woche Klippenläufer jagen zu gehen. Doch dann beschloss ich, dass dies ein besserer Weg wäre, um Ungeziefer zu vernichten. Daher habe ich die Klinge vergiftet. Belron hätte nie die Waffen tauschen sollen. Schlimmer noch, er hätte nie gegen Warmen verlieren sollen. Warum wollte er die Waffen tauschen? Fenila hat Belronen vor dem Duell ihre Klinge geliehen. Ich habe darauf bestanden, dass Warmen und Belronen die Waffen tauschen. Aber wenn sie wusste, dass die Klinge vergiftet ist. Eine Tragödie, Fürst Vivek. Belronens Tod im Tempel bringt große Schande über sein Haus. Ich hatte gedacht, dass vernünftige Worte ihn vom Duell abbringen könnten. Solches Temperament ist normal im Hause Telvanni. Aber es steht mir nicht zu, ihre Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Warte mal kurz. Also die hat der das Gift verkauft. Mit dir kann ich gar nichts machen. Ich war so, hier. Warum hast du ihr das Gift verkauft? Eine Tragödie. Natürlich habe ich ihr Gift verkauft. Wie eurem scharfen Auge nicht entgangen sein kann, ist die Schrift auf Warmens Notiz an Belronen nicht die meine. Er hat verbotene Relikte verkauft. Daher gab ich ihm das Nötige an die Hand, um Schande über sich und sein Haus zu bringen. Ich bin entzückt, dass er meinen Vorschlag angenommen hat. Aha. Natürlich habe ich ihr das Gift verkauft. Ist die Schrift auf Femmens Notiz? Aber wohl nicht die meine. Einfach eine Rite verkauft? Daher gab ich ihm die nötige an die Hand. Okay. Wo ist sie? Kriege ich hier neue Infos? Mein Fürst. Das Leben von einem wie Warmen steht im keinen Vergleich zu Belron Telvanni. Ja, ich wollte die Verderbnis aus dem Tempel herausreißen, indem ich diesen Haufen Skripgelee vergifte. Ich würde es wieder tun. Sie hätte ja auch jederzeit sagen können, die Klinge ist vergiftet, in meinen Augen. Ihr seid in unsere Haut gewandelt und habt unser Urteil gefällt. Ihr habt die Lüge im Herzen der Wahrheit aufgezeigt. Das mag an euch vorbeigehen. Es ist nicht wichtig. Wir sind die Echos von Vivek. Nicht mehr und nicht weniger. Wir erinnern uns an die Weisheit seines Urteils, das von euren eigenen abweicht. Ihr konntet es nicht wissen. Ihr seid nicht Vivek. Beide. Keinen. Wir belohnten Fenila zwar für ihre List, aber dennoch musste das Haus Redoran dafür büßen, einen Telvanni in einem Duell vergiftet zu haben. Wir zogen Morami für ihre Taten die Haut vom Leib, aber sprachen dennoch Haus Chlalu ein Lob aus, weil ihre Taten eine Ketzerei aufdeckten. Könnt ihr diese Wahrheit akzeptieren? Nö. Für eure Weisheit und euer Urteilsvermögen habt ihr euch Viveks Gunst gesichert. Erhaltet unseren Segen. Kann ich nicht, denn im Endeffekt, ich hätte nur der Person die Schuld gegeben, die wusste, dass die Klinge vergiftet ist, die sie vergiftet hat und die... als sie die Waffe des anderen übergeben hat, niemanden im Vorbild darüber Stillschweigen bewahrt hat, dass die Klinge vergiftet ist. Ihr seid zu spät! Vox hat das Artefakt! Velots Urteil ist in ihren Händen! Ihr
wisst nichts von den dreien. Al-Sivi kann euch jetzt nicht retten. Stimmt doch irgendwas nicht. Der bleibt, okay. Ja, der bleibt, okay. Der halt so rum. Ich mag fallen, aber ihr seid zu spät, um Magistra Vox aufzuhalten. Sie wird euch alle vernichten. Jetzt renn doch nicht weg. Penner. Ach ja, Blitze? Hier, kriegst Pfeile in den Arsch. Das ist das Tribunal? Aha. Aha, aha, aha. Schön zu wissen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Raus? Raus. Gehen wir also raus. So, und dann haben wir Ladebalken. Heute gibt es Sushi, heute gibt es Sushi. Ich hoffe, die packen genug Sojasauce dabei. Aber machen die ja nie. Leider Gottes. Immer zu wenig Sojasauce. Und gerade so genug Fasan. So, du. Ich hab den Tempel da aufgeräumt. Ich spürte einen Schwall an Energie aus dem Tempel strömen und begab mich sofort hinein, während ich das Schlimmste annahm. Doch ihr habt triumphiert. Was habt ihr entdeckt? Die Leidgeborenen haben ihre eigenen Truppen geopfert, damit Vox mit Velos Urteil entkommen konnte. Ich werde herausfinden, welche Mächte Velos Urteil besitzt und warum Vox es gestohlen hat. In der Zwischenzeit müsst ihr Magistra Vox verfolgen. Für euren Heldenmut und euren Dienst an diesem Tage ernenne ich euch zu einer Hand von Almalexia. Geht mit meinem Segen. Danke. Als Vox aus Gramfeste floh, ging sie nach Osten. Wegen des Aufruhrs in jüngster Zeit sind die Ordinatoren in höchster Alarmbereitschaft. Einer von ihnen hat sie in diese Richtung ausziehen sehen. Okay, dann mache ich mich auf den Weg nach Osten. Im Osten von Gramfeste liegt Selphora, ein ruhiges Dorf, das für seinen Freigeist bekannt ist. Vox ist dort ganz sicher durchgekommen. Beginnt eure Suche in Selphora. Dann begebe ich mich auf den Weg. Aber vorher, wir haben einen neuen Helm und den ziehen wir auf Garantie an. Der ist nämlich, hat was Magika statt Leben, aber da können wir einfach eine Glyphe drauf klatschen. Und hat auch mehr Rüstung. Und wir kriegen den vierten, wir kriegen noch einen Body dafür. Anziehen. Zack. Das lernen wir. Stiefel der Ordinatoren. Die können wir eigentlich mal anziehen. Das war kein Set. Aber erhöht unsere maximale Ausdauer und unsere Rüstung und damit auch unser Leben. Wir haben eigentlich mal mit Stufe 30. Bogen, wir wechseln mal auf den Zweihänder. Also der Keule Zweihänder, entschuldigt. So, dann gehen wir dahin und wir haben gerade den Helm angezogen, der hat ja Magika. Warum verzaubern wir ihn nicht einfach mit der Glyphe der Ausdauer? Wie viel hat er hier drauf? 763. Oder wir klatschen einfach nochmal Leben drauf. Ich meine, Ausdauer geht uns relativ selten zur Neige aktuell. Machen wir doch lieber unseren Leben höher. Und zack. Scheiß auf Magika. Aktuell, sondern lieber Leben. Was haben wir hier? Maximales Leben. Maximale Ausdauer von 200. Kriegen wir das vielleicht noch erhöht? Ja, von 200 auf 500. Ja, dann klatscht mal die dann. Alt, warte. Leben. Ausdauer. Leben. 4, 2, 49 Ausdauer. 5 noch was.
249 Ausdauer. Dann nehmen wir das Verzaubern, Ausdauer, Klatsch. Und haben nochmal unsere Ausdauer erhöht.